Fahrt los, fahrt los! Holy smokes. Wir werden es auf keinen Fall schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für uns eine Weile ablenken. Aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwelt steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Oh shit. Wir müssen sie zurücklassen. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. U-Bahn-Schlüssel. Okay, jetzt. Ich behalte dich in meinem kleinen Erinnerungsspeicher. Kleiner Außenwelt. Oh no. Clementine. Shit. Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben? Erstmal ein bisschen Musik. Hallo? Danke. Was für eine wilde Fahrt. Und wo muss man diesen Schlüssel einstecken? Ich sehe nirgends einen Zündschluss. Also müssen wir nicht hier durch? Oder bin ich da irgendwie falsch? Dieser Schlüssel sieht aus, als könnte man damit die U-Bahn starten. Ja. Aber wie und wo? Muss man das irgendwie außen machen? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wahrscheinlich. Okay, wir gehen da mal zurück in diese Richtung. Vielleicht muss man irgendwo anders etwas starten. Ach so. Es braucht eine Batterie. Neko Corporation. Ich muss es immer wieder sagen, ich liebe die Musik in diesem Spiel. So, irgendwie so retro, aber doch einfach mega gut. Thank you.
Wir haben bestimmt ein paar Sachen hier vergessen. Kontrollraum. Hier sieht's erstaunlich sauber aus. Und erstaunlich gut. Enjoy the world's safest city. World City 99. Da putzt jemand. Hallo, wie kann ich dir helfen? World's most city, safest city. 99. Alter, das sieht mega clean aus. World City. Sei gegrüßt, Bewohner der Baustadt 99. Ach, schade. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Sind alle ein bisschen brain gewascht. City sealed. Violating the rules of confinement result in a heavy prison sentence. Sei gegrüßt, Bewohner der Mausstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hilft mir leider nicht weiter. City sealed. Das heißt, man kommt nicht in die City rein. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ja, offensichtlich gar nicht. Aber echt schöne Lounge hier. Muss ich sagen. Zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwas brauchst. Ach so, jetzt sind wir hier oben. Eigentlich schon schrecklich. Das da unten ist einfach so von der Mauer umgeben. Es gibt offensichtlich gar keinen Nachthimmel. Das sind ja wohl Lichter. Naja. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fensterputzen. Okay. Einen zertifizierten Ingenieur sollen wir uns wenden. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Ha, das ist eine Beleidigung. Sicherheitskontrolle. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Und wie?
brauche noch kurz ein cooles Thumbnail. Perfekt. Aber wie sollen wir das denn machen? Fragezeichen. Was können wir da machen? Du kommst bitte hier hin. Genau. Dann machst du das hier nochmals. Und ich reiße ein Kabel raus. Territorium. Jetzt sind wir ein Mensch. Oh no. Wait. Wir brauchen dich. Hallo? Muss da nicht so ein Ding rein? Oder auch keine. Control Room. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat wenig genützt. Die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Okay, die letzte große Erinnerung. Scheint das wohl zu sein hier. Sieht echt schön aus. Aber sind denn wirklich alle tot? Die hier irgendwas zu sagen hatten? Bisschen Musik. Sieht schon krass aus. Ein bisschen was von jetzt Kowloon City. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das Spiel soll ein bisschen an diese Stadt angelegt sein. Mit diesem mega intensen Stadt da unten.